Sieht das aus, als wäre das ein Spiel für dich? Denkst du, ich wäre nicht in der Lage, einen Menschen zu töten? Denkst du, ich sehe das nur als Spiel an? Denkst du, dieses Herz wird noch lange klopfen? Wenn du das denkst, dann denkst du falsch. Ich bin echt zu lieb. Was Leute, mein Name ist Dennis, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Leute, ich muss anfangen, mehr böse zu werden. Glaubt mir, Leute, gut sein ist nicht immer gut. Es kommt darauf an. In manchen Situationen sollte man gut sein, in anderen nicht. Aber man muss es echt gut einteilen. Aber es macht Spaß, bösartig zu sein. Ihr müsst euch nie rechtfertigen. Ihr habt einen Teller voller Essen. Ihr habt verdammt Hunger. Ihr wollt den kompletten Teller für euch alleine haben. Und alle, eure Klassenkameraden oder wer auch immer, wollen etwas abhaben. Wenn ihr gut werdet, müsst ihr teilen. Wenn ihr böse seid, müsst ihr euch immer dafür rechtfertigen, dass ihr nicht teilt. Weil alle wissen, hey, der Typ ist eh böse. Der wird eh nichts teilen. Und dann habt ihr alles für euch. Ich meine, ich benutze mal die Ausrede, ich bin Einzelkind. Ich musste nie teilen. Ich habe alles immer für mich bekommen. 5 Euro Taschengeld im Monat muss nicht durch zwei teilen, sondern ich habe alles für mich bekommen. Diese 5 Euro, dafür konnte ich mir einen epischen Döner holen, okay? Ich hab's geliebt. Trotzdem bin ich nicht böse genug. Ich muss böse werden. Und deswegen werden wir heute wieder Bioink Redemption spielen, wo wir eine Person töten werden. Und damit werde ich endgültig meine Böshaftigkeit vor euch beweisen. Ich habe schon mal davon gedacht, hochgeladen und ihr wollt mehr davon sehen. Also, falls du es getan hast, solltest du unten kostenlos abonnieren, um keine Videos mehr in Zukunft zu verpassen. Falls du das getan hast, aktiviere die kleine Glocke da unten, dann wirst du benachrichtigt, sobald ich das Video hochlade. Und du kannst die Glocken hängen, einfach Glocken hängen. Und wenn du jetzt noch nach oben da bist, dann ist es selbst wie möglich das nächste Video hoch. Nur das Ding ist, wir können noch nicht zum Friedhof gehen, weil wir noch nicht genug Punkte haben. Deswegen gehen wir nochmal zum Leichenschauhaus und dort haben wir hier auf jeden Fall 2 Punkte bekommen. Aber wir spielen diesmal Wettlauf um den Tod. Kämpfe gegen einen KI-Gegner. Sehr interessant, das werden wir tun. Ich meine, da gibt es wieder mehr Punkte. Wir brauchen mehr Punkte, das steht fest. Ich weiß, für schwer gibt es zwar 3 Totenköpfe, was sehr gut ist, aber ich denke, ich soll jetzt mal auf normal spielen, vor allem, weil es jetzt das zweite Video dazu ist. Wir nehmen diesmal einen Mann und nennen ihn Frederico. Ja, das müsste ein guter Name sein. Wir können sogar einen Booster-Slot wählen. Starte den Level mit 15 Biopunkten. Yeah! Okay, unser Ziel ist es, die Person hier zu töten, deswegen, ich hoffe, es klappt. Wir haben hier den Booster, was sehr schön ist. Wettlauf um den Tod. Ziel, töte Frederico vor deinem KI-Gegner. Also, das ist kein richtiger Gegner, das ist ein künstlicher Intelligenz-Gegner. Es gibt weder Genesung noch Ärzte. Töte Frederico, bevor dein KI-Gegner es für dich erledigt. Das wollen wir nicht, deswegen lass mal sehen, was wir verbessern können. Ich glaube, wir gehen diesmal Männerkrankheiten. Das ist immer gut. Hodenkrebs. Ach du Scheiße. Ja, wir nehmen Hodenkrebs. Leider haben wir nicht genug Punkte. Verdammte Kacke. Hämophilie. Hämophilie ist eine seltene Erkrankung, bei der das Blut nicht normal gerinnt. Da es ihnen an ausreichenden Blutgeringungsproteinen, Geringungsfaktoren mangelt. Ich nehme es einfach. Ich meine, es sieht ganz gut aus. Und androgenetische Alopezie. Wisst ihr was? Mach's einfach. Und zwar Männerkrankheiten gleich zu nehmen. Das ist eigentlich ganz schlau, denke ich, weil das ist schon ziemlich heftig. Aber ich werde auf jeden Fall für Hodenkrebs sparen, weil das ist etwas nicht Schönes. Frederico hat noch 100% Leben. Und ich weiß halt nicht. Ah, KI-Opfer. 100% Gesundheit. Hier ebenfalls. Dann lass uns ein paar Punkte sparen. Hoffentlich wird es nicht zu schwer. Hoffentlich wird mein KI-Gegner nicht so gut sein. Aber was wir hier gerade tun, wir sammeln Punkte. Okay, so funktioniert das. Wir werden erstmal 18 Punkte sammeln. Da werden wir ihm erstmal Hodenkrebs geben. Weil das gibt ihm wahrscheinlich auch Depressionen. Was ebenfalls ziemlich geil sein sollte. So, bei Immun haben wir auch noch ein paar Punkte, die wir sammeln können. Boah, paar viele Punkte. Das ist sehr schön, Leute. Schaut euch das mal an. Nicht schlecht. Danke dir, Frederico. Das weiß ich zu schätzen. Also bei mir hat er schon 99% Gesundheit. Schon weniger als bei meinem KI-Gegner. Bei meinem KI-Gegner hat er schon noch 100. Also ich denke, wir sind gut dabei auf jeden Fall. Das ist sehr schön. Das, was hier gelb angezeigt wird, das sind die Werte, wo es langsam runtergeht. Das ist halt sehr, sehr gut. Auf jeden Fall gehe ich jetzt mal auf Männerkrankheiten. Das wird sehr gut. Wir haben jetzt genug Punkte. Wir geben dir erstmal Hodenkrebs. Ich brauche nicht mal vorzulesen, was da steht. Ich will es gar nicht wissen, okay? Wir werden als nächstes sein Immunsystem attackieren. Bei Muskeln, oh mein Gott, da können wir auch noch ein paar Sachen einsammeln. Das ist sehr schön. Schaut euch mal die ganzen Punkte an. Das liebe ich absolut. Damn. Mein KI-Opfer hat immer noch 100 Leben. Also ich weiß nicht, was er falsch macht, aber anscheinend läuft bei ihm gar nicht, so wie es aussieht, Leute. Ja, ich gehe erstmal, warte mal, erstmal sammle ich hier alles ein. Ich werde das Immunsystem attackieren, Schlafstörung. Das ist sehr gut, weil im Schlaf regeneriert sich der Körper am besten. Und wenn er nicht schlafen kann, dann regeneriert er sich auch nicht, okay? Das ist also perfekt, Baby. Chronische Müdigkeit, dauerhafte Müdigkeit. Also, während er wach ist, bei der Arbeit wird er müde sein. Photosensibilität kann es sich entwickeln, nicht genug Punkte. Nice, Immun leidet auch. Jetzt gehen wir auf jeden Fall auf Atemweg und Verdauung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das richtig spiele, aber ich schätze mal, ich mache wenigstens ein paar Sachen richtig. Ich meine, davor hat es geklappt und mein KI-Opfer hat 100% und ich habe schon 96%, okay? Was sehr schön ist, als nächstes gehen wir auf Atemweg, Verdauung und Knochen. Das sollte eine gute Idee sein, denke ich. Ja, Knochen können wir aber erst tun, wenn unser Opfer ab 60 ist. Das ist das Ding. Deswegen vielleicht erstmal auf Atemweg und Verdauung. Bronchitis nehmen wir auf jeden Fall und wir nehmen Grippe, was ebenfalls gut ist. Damit macht man nichts falsch. Das wird jetzt
ebenfalls runtergehen und dann gehen alle Werte runter. Und das ist halt sehr gut. Und hier haben wir noch ein paar Sachen, das können wir ja verbessern. Was auch immer das ist, aber hier kann man nur 3 Sachen verbessern. Sieht aber sehr wichtig aus. Deswegen, wie viel muss ich sparen? Ich muss 4 sparen, okay. Okay, hier bekommen wir genug Punkte, denke ich. Sehr schön. Und jetzt nehmen wir das hier. Das wird uns 20% mehr Ressourcen geben. Was immer gut klingt auf jeden Fall. Atemweg geht runter. Ist nicht mehr auf 100%, was perfekt ist. Ich glaube, wir müssen Atemweg nochmal mehr senken. Ah, jetzt ist auch gelb. Sehr schön. Kreislauf geht auch runter. Meine Güte, hier geht die Party ab, Leute. Dann nehmen wir Verdauung. Verdauung ist auch sehr gut, weil er nimmt dann die Vitamine nicht so gut auf. Sehr wahrscheinlich. Ich meine, wenn du jemanden fragen willst nach dem Körper, wieso du krank bist oder was du hast, frag nicht mich. Ich habe keine Ahnung, was du hast, okay? Ich bin kein Arzt. Ich würde dir gerne helfen, aber ich kann dir nicht helfen, weil ich keine Ahnung habe, okay? Und ich würde die Sachen nur schlimmer machen. Wie immer in meinem Leben. Ich mache immer Sachen schlimmer. Gehen wir aber erstmal auf Verdauung, Leute. Und lass uns erstmal Typ 1 Diabetes. Das klingt ganz gut. Vielleicht vergisst er seine Spritze mal. Und dann hat er ein großes Problem. Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus, tatsächlich. Und KI-Gegner hat 100. Wir dürfen aber nicht vergessen, er wird früher oder später zum Arzt gehen. Was bedeutet, dass er, naja, der Arzt ihm helfen versucht. Und das sollte nicht der Fall sein, okay? Wir haben 90% Gesundheit, er hat 99%. Sieht also gut aus bis jetzt. Hoffen wir mal, er wird nicht zu früh zum Arzt gehen. Hier können wir noch mehr Punkte einsammeln, was wundervoll ist. Ich mag das Spiel. Ich weiß nicht 100%, was ich hier tue, aber anscheinend mache ich ein paar Sachen richtig. Ich weiß noch nicht, auf was ich zuerst gehen sollte, aber wisst ihr was? Obwohl, ich könnte auch auf Verdauung gehen, ne? Obwohl, warte mal, auf Verdauung bin ich ja schon gegangen, ne? Wieso ist immer noch Verdauung auf 100%? Vielleicht soll ich jetzt mal auf Immunsystem gehen. Lass mich mal auf Immunsystem gehen. Fotosensibilität. Ich hab ein gutes Gefühl dabei. Weil Immunsystem ist so eine Sache. Ich glaube, wenn das Immunsystem schlechter ist, dann ist alles schlechter. Wisst ihr, was ich meine? So, wenn ihr ein schlechtes Immunsystem habt, werdet ihr auch schneller krank. Leute mit einem schlechten Immunsystem werden logischerweise schneller krank. Ich werde nie krank. Ich bin nie krank, weil ich ein gutes Immunsystem habe. Also, selbst wenn ich mit Leuten abhänge, die auch quasi irgendwie krank sind und eine Erkältung haben, werde ich nicht erkältet. Außer ich schone mich nicht richtig. Zum Beispiel, eine Sache, wo ich immer krank werde, ist, wenn ich nach dem Fitness ganz schnell Auto fahre, wenn es draußen kalt ist und dann das Fenster offen habe, aber so richtig offen, okay? Dann werde ich immer krank. Und das nicht nur ein bisschen, sondern so richtig. Aber sonst werde ich nicht krank. Ich bin einmal im Jahr halt krank. Außer letztes Jahr, da war ich nicht krank. Oh, mehr Punkte, Baby. Let's go. Was verbessern wir als nächstes? Vielleicht, nee, Männerkrankheiten können wir nicht nehmen momentan. Wir brauchen dafür auch Bluthochdruck. Interessant, wie kriegen wir Bluthochdruck? Hier gibt es noch mehr Sachen. Ist das ein Scherz? Übergewicht. Übergewicht ist gut. Über 60 Jahre, so bekommen wir das. Ach du Kacke, ich habe es nicht mal gesehen. Genesung. Holy moly, was gibt's denn hier alles? Das Spiel ist mega. Bewegungsmangel, das ist gut. Wir nehmen aber Übergewicht, weil es einfach geil ist. Übergewicht ist, ganz ehrlich, wenn du sehr schnell krank werden willst, sei übergewichtig. Dann wirst du am schnellsten krank. Deswegen sollte man übergewichtigen Leuten nicht unbedingt sie nicht fertig machen, dass sie übergewichtig sind, sondern denen sagen, hey, das ist besser für deine Gesundheit und das ist ein Fakt. Aber wenn man sie fertig macht, sind sie nur depressiv und essen dann noch mehr. Also man hilft sie nicht wirklich. Pechvogel, eine Person, die von Pech verfolgt wird, hat eine 100% größere Chance, zufällige Krankheit zu entwickeln. Party time! Das gefällt mir, Bro. Ich mag dieses, was ich da gefunden habe. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber es geht ganz normal weiter, Leute. Was ebenfalls cool ist, das Gute ist das Spiel. Oh, da ist er jetzt. Hamburger und so. Buddy, du solltest nicht so viel essen, aber ich meine, was soll ich tun, okay? Wenn du, ich meine, wir müssen dich töten. Und ja, schaut euch das mal, Leute. Damn, das ist nicht mehr nochmal viele Punkte, wir bekommen. Er hat noch 95 Gesundheit. Er war noch nicht beim Arzt. Was für ein Tottel. Geh mal zum Arzt, Bruder. Du solltest auf jeden Fall zum Arzt gehen. Ich meine, geh nicht zum Arzt. Ganz ehrlich, wenn es nach mir geht, geh niemals in deinem Leben zum Arzt. Ich meine, wie solltest du das überhaupt tun, okay? Er hat ganz schön zugenommen. Das ist nicht mehr normal, aber so ist es halt. Wie gesagt, so Fett ist eine Sache, die nicht so gut ist. Fett ist normalerweise da, um uns vor dem Aussterben zu bedrohen. Falls wir mal kein Essen haben. Aber nur in der heutigen Welt haben wir dauerhaft Essen, okay? Also nicht das Problem. Aber diese andere Spalte habe ich gar nicht gesehen, Leute. Risikofaktoren, was sehr gut ist. Wir können sogar über 60 Jahre alt nehmen, weil dafür brauchen wir Heredität. Über 60 Jahre alt brauchen wir dafür Prostatakrebs. Wow, Bluthochdruck, okay. Das bedeutet, wir gehen nochmal auf Risikofaktoren. Arbeitssüchtig. Ich bin arbeitssüchtig. Versteckt alle Krankheiten in folgenden Systemen. Nerven. Ja, Nerven sind richtig betroffen. Mangelernährung, das passt ja mal gar nicht zu Übergewicht. Verstärkt alle Krankheiten in folgenden Systemen. Kreislauf und Muskel. Heredität. Heredität ist die Wiedergabe von Merkmalen von Eltern oder Vorfahren an Nachvorkommen. Also wenn die Eltern eine Krankheit hatten, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Kind auch dieselbe Krankheit haben wird. Verstehe, verstehe. Wir nehmen mal über 60 Jahre. Dann gehen wir hier hin und verbessern das hier. Weil das ist Prostatakrebs und das ist nicht schön. Krebs ist, ja, was soll ich sagen? Es ist echt eine der schlimmsten Krankheiten, aber deswegen müssen wir ihm das geben. Und es ist keine schöne Sache. Ich will mich nicht mal drüber lustig machen. So, egal wie lustig ich meine Videos machen will, ich mache mich darüber nicht lustig, okay? Ich bin zu gut! Ich bin nicht böse genug! Wir können eine Sache verbessern bei Ressourcen, was interessant ist. Und zwar können wir 40% mehr Sammelkraft. Das sollten wir nehmen. Definitiv. Hätte ich schon viel früher verbessern müssen. Wir gewinnen aber gerade gegen den Computergegner. Also er hat noch 70% Leben. Wieso immer noch 70%? Irgendwie ein bisschen zu viel, ne? Jetzt verstehe ich, was wir verbessern müssen. Wir müssen auf jeden Fall mehr verbessern im Thema Krankheit. Lupus wurde zufällig entwickelt. Bei Federico wurde Lupus diagnostiziert. Lupus ist eine entzündliche Krankheit, die auftritt, wenn das Immunsystem des Körpers, das eigene Gewebe und die eigenen Organe angreift. Die durch Lupus verursachte Entzündung kann verschiedene Körpersysteme betreffen.
treffen. Der Lenke, Haut, Nieren, Blutzellen, Gehirn, Herz und Lunge. Klingt nicht nach einer sehr geilen Krankheit, also würde ich nicht gerne haben, ehrlich gesagt. Er ist noch nicht zur Notaufnahme gegangen, was sehr interessant ist, was aber ein Fehler ist. Also, sein Kreislauf ist bei 50% und er war immer noch nicht beim Arzt. Ich denke, wir sollten erstmal auf Verdauung weitergehen, weil, wie gesagt, Vitamine und sowas werden halt schlechter aufgenommen, was perfekt ist. Und Verdauung ist noch sehr, sehr hoch, was mir nicht gefällt. Typ 2 Diabetes ist ganz gut und die anderen Sachen werden wir auch noch entwickeln. Aber Verdauung muss runtergehen, nicht mal eine Frage. Eine Tatsache ist das. Und da gibt es auch schon mehrere Punkte, was wundervoll ist. Er war noch nicht, aber er hustet schon, aber er geht auch bald zum Arzt, aber er war noch nicht beim Arzt. Er ist ein kleines Dickerchen geworden, oder? Was zum Teufel geht da ab, Bruder? Du solltest nicht so viel essen. Ich bin auch einer, der nimmt sehr schnell zu. Damals in meinen Videos war ich immer sehr dick, aber ich habe jetzt endlich eine Methode gefunden, womit ich nicht mehr dick werde. Ich liebe Essen zu sehr, okay? Essen schmeckt einfach zu gut. Also bis jetzt sieht es ganz gut aus. Verdauung geht auch runter. Wir müssen Verdauung noch ein bisschen runterbringen, mehr. Warte mal, wir könnten Knochen nehmen, weil es ja jetzt über 60 Jahre, ne? Genau, Knochen ist natürlich mega heftig. Arthritis. Arthritis ist eine Entzündung von Gelenk. Die Hauptsymptome von Arthritis sind Gelenkschmerzen und Steifheit, die mit dem Alter gewöhnlich schlimmer werden. Das ist ganz geil. Osteoporose. Osteoporose führt dazu, dass die Knochen schwach und spröde werden. Das reicht mir schon, Leute. Das nehme ich auf jeden Fall. Das klingt sehr gut. Und das können wir auch nehmen. Arthritis, weil es nur 2 kostet. Nicht schlecht. Das nächste kostet 14. Paget-Krankheit. Damn. Es gibt echt heftige Sachen und hier ist echt alles vorhanden anscheinend. Aber, ja, Knochenkrankheiten sind schon sehr heftig. So, manche Leute haben ja so Gummiknochen. Ich weiß nicht, ob das eine Krankheit ist, aber ich glaube, ja. Aber es ist ziemlich cool, weil die mega gelenkig sind. Also, das ist schon echt nicht schlecht. Ich kenne vielleicht diese Leute, die sich immer so extrem bewegen. Ich glaube, das ist auch eine Krankheit, aber es ist eine Krankheit, die gar nicht so negativ ist, weil viele Leute einen positiven Nutzen daraus ziehen. Er hat nur noch 35% Gesundheit und er macht gar nichts. Wieso nicht? Bro, du solltest dich echt mal drum kümmern. Geh mal zum Arzt oder so. Ich meine, das würde ich dir empfehlen. Notaufnahme. Frederico befindet sich im kritischen Zustand und wurde in die Notaufnahme eingewiesen. Das ist sehr interessant, aber jetzt können wir eine Sache verbessern. Und zwar, zum einen müssen wir dafür sorgen, dass er nicht so schnell heilt und wir gehen auf Ressourcen und verbessern erstmal. Frederico muss die Notaufnahme besuchen. Hier, plus 1 Ressourcen, was sehr gut ist auf jeden Fall. Da würde ich sagen, wir gehen auf jeden Fall auf Knochen. Lass mal erstmal ein paar mehr Punkte sammeln, würde ich sagen. Oder Verdauung ist auch noch ganz weit oben, ne? Leider, er hat noch 26% Gesundheit, was nicht allzu gut ist. Der Kreislauf muss, denke ich, sinken, oder? Oder was genau? Ich glaube, hier, okay, 23% hat er nur noch, was sehr gut ist. Wir müssen auf Knochen gehen. Wir gehen auf Knochen, Leute. Wir gehen jetzt komplett drauf. Bam. Das hier, Paget-Krankheit. Die Paget-Krankheit beeinträchtigt den normalen Wiederherstellungsprozess des Körpers, bei dem neues Knochengewebe schrittweise altes Knochengewebe ersetzt. Okay, klingt nicht allzu schlimm, aber ich meine, es kostet viele Punkte, deswegen, ich denke, es wird ziemlich schlimm sein. Okay, lass mal sehen, können wir noch was verbessern bei Verdauung. Salmonelleninfektion können wir nicht nehmen. Und das hier, das können wir nehmen. Irgendwas nehmen wir einfach. Ich meine, was soll ich machen, Leute? Es sieht ganz gut aus. Wir sollten auf jeden Fall mehr auf Knochen gehen. Wie gesagt, Knochen ist ziemlich weit oben. Oder Muskeln. Muskeln sind auch heftig, aber Muskeln gehen gerade von alleine runter. Was sehr schön ist. Können wir hier noch was verbessern? Hier auf jeden Fall nicht mehr. Das ist sehr interessant. Okay, sieht gut aus, Leute. Er stirbt langsam, was wirklich bestens ist. 11% Leben, das ist nicht mehr allzu viel. 10% Leben, 9% Leben. Der Arzt kann dir anscheinend nicht helfen, Bruder. So wie es aussieht, nehmen wir noch die Punkte. Sehr schön, Leute. Wir haben, okay, warte, was sollen wir verbessern? Wir verbessern einfach mal. Wir nehmen chronische Bronchitis und wir nehmen H1N1. Perfekt, Leute. Ich glaube, das war Schweinegrippe, was sehr schön ist. Und ja, 4% hat er nur noch. Das ist nicht allzu viel. Wir sollten ja so sehr schnell eliminieren. Das ist nicht nur normal, Bruder. Was geht ab? Er ist tot. Er hat nicht mal 1% beim Arzt geschafft. Und der Computergegner war wo? Ich war unten rechts stand, wo der Computergegner ist. Ich habe es nicht gesehen. Er starb nach 241 Tagen. Das waren schon 241 Tage? Das war Schwierigkeit normal. Interessant, Leute. Das war nicht schlecht. Das hat mir gefallen. Das hat Spaß gemacht. Das Spiel macht allgemein Spaß, weil es so viele Wege gibt. Und irgendwie gewinne ich immer. Jung und vollkommen gesund. Das wird jetzt heftig sein, weil das Ding ist, wir attackieren bis jetzt nur Menschen, die sich schlecht ernährt haben. Nun, was ist bei Menschen, die jung und gesund sind? Das solltest du nicht verpassen in der nächsten Folge. Du solltest dranbleiben, Bro. Für mehr davon, lass noch nach oben da. Und solltest du kostenlos abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Falls du es getan hast, aktiviere die kleine Glocke da unten, dann wirst du benachrichtigt, sobald ich euch Video hochlade. Und du gehörst zu Glockengang, High Five Glockengang. In der Beschreibung ist mein Merch und mein Instagram und ich sehe dich im nächsten Video wieder. 3, 2, 1, bye bye. Danke für das Anschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.